Wow. Und damit willkommen zurück auf meinen Zweitkanal. Es gibt ja so diese 5-Minuten-Crafts, die super Lifehacks, das keine Lifehacks sind. Und die es trotzdem geschafft haben, irgendwie 67 Millionen Abos zu bekommen. Und ich dachte, wir schauen uns die heute mal gemeinsam an. Wenn ich mir noch mehr solche Lifehacks anschauen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Okay, wir schauen uns mal 26 Hacks an, die du gerne früher gewusst hättest. Was ist das für ein Lifehack? Warum ist das nützlich? Wenn dir das bei deinem Brett passiert, vielleicht solltest du ein anderes Brett holen. Und du kannst ihn auch einfach so rausziehen. So schwer ist es nicht. Koch mal ein hartes Ei schnell. Ich hab mich geschnitten. Warum nicht einfach ein Pflaster nehmen? Das geht schneller. Und warum willst du ein hart gekochtes Ei 3 Tage auf deinen Finger haben? Du bist immer schon krank gewesen. Du musst niesen. Wie sonst was? Schieb dir eine Zwiebelscheibe in deine Socken. Das hilft. Damit wirst du super schnell gesund. Wie? Du hast einen trockenen Hals? Warte, ich hab da was. Lass mich mal kurz ein bisschen was kochen. Warum willst du was kochen, einfrieren lassen und sonstiges? Hol dir doch einfach Hustenbonbons oder trink einen Tee. Das hilft doch viel schneller. Dann musst du auch nicht da 3 Stunden stehen. Dir gefallen die Blumen nicht, dass dein Date mitgebracht haben? Der Ring nicht oder was auch immer die Schachtel ist? Dann mach diesen Magic Trick und sie ist hin und weg. Ich glaube, du solltest dir ein anderes Date suchen. Warum gehst du zum Friseur, um da einen Magic Trick zu sehen? Oh mein Gott. Hä? Du bist schon wieder krank? Du hast 39 Grad Fieber. Nimm dir Ginger. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Koch es mit Cola? Cola, Ginger und Honig. Und danach bist du gesund. Auch wenn du es, bevor du es sogar trinkst, wirst du gesund. Einfach durch diesen Geruch. Du hast Blasen an den Füßen, nimm eine Tomatenscheibe? Das ist ekelhaft. Nicht eine Tomatenscheibe, über eine ganze Nacht. Ich weiß aber nicht, klappt das mit Tomaten? Ich weiß es nicht. Heiß. Ich weiß nicht, was dieser Hack mir sagen sollte. Das Pickel? Hau dir ganz viele Pflaster an deinen Kopf. Dann sieht man die nicht mehr. Du wurdest gestochen und das juckt. Nimm eine Bananenschale? Was Früchte alles machen können. Das ist der widerlichste Schweiß, den ich je gesehen habe. Wenn du mit deinen Unterarmen auf Klo gehen musst, ihr müsst mal schauen, wo die Wunde ist. Der Klebstreifen ist nicht für die Wunde. Du kommst nicht auf den Boden, dreh dich im Kreis. Dann kommst du weiter runter. Hä? Du weißt nicht, wie du sitzen sollst? Du bist ein Gremlin? Du hast keine Ahnung, wie du einen Stuhl benutzt? Leg dich hin und... mach Sport. Du hast zu viel gegessen. Roll deine Decke und mach Dehnübungen. Dann kannst du direkt weiter essen. Schon wieder ein Splinter? Ach, diesmal ohne Feuerzeug. Ich glaube, du solltest niemals Zahnpasta auf eine Verbrennung tun. Davon habe ich schon gehört. Nein, da ist irgendwas drin, was nicht gut für die Haut ist. Ich glaube, das soll es sogar schlimmer machen. Und deine Ohren sind zu? Ein was? Eine Kerze für die Ohren? Hä? Was? Wait. Lifehacks, die du wissen musst? Bring eine Leiter ins Meer? Damit du von der Leiter 2 Zentimeter runterspringen musst? Was? Warum muss ich die wissen? Du kannst dein Deo nicht anfassen. Dreh es einfach hoch, ja. Dafür ist es doch da zum Hochdrehen. Du willst eine Dose öffnen und hast keinen Dosenöffner? Nimm einen Löffel. Das funktioniert sogar. Du bist zu schwach, um dein Phone zu halten. Nerv einfach der vor dir sitzt und hau seine Kopflehne höher. Du willst deine Fernbedienungen nicht mehr verlieren. Kleb sie zusammen. Dann verlierst du, wenn alle. Und sie sind super unpraktisch zum Tragen. What? Ja, und wie lange hält das, bis die Schwellung ein bisschen zurückgeht? 2 Minuten? Du bist so dick, schneid dir einfach deine Luft ab. Das wird nicht helfen. Ich kann auch so wie oben ausschauen, wenn ich ausatme. Du fällst fast die Treppe runter? Oh nein! Oh! Lieber mal ein Cheese Grater rausholen und meine Schuhe ein bisschen abreiben. Ihr habt auch immer das Problem, dass einfach bei eurem Kamm die Bürsten abfallen. Nehmt einfach Heißkleber. Ist das ein 3D-Stift? Zeichnet eure Bürsten selbst. Das wird hundertprozentig halten und funktionieren. Ihr dürft nur nicht mit Druck oder so arbeiten. Sind eure Haare zu behaart? Dann holt euch ein bisschen Wasser, Zucker, Honig.
Das... Nein, mach das nicht! Wait, what? Wo ist der Ende vom Hack? Hä? Ja! Wenn ihr Verbrennung dritten Grades mögt, perfekt! Danach wachsen da nie wieder Haare. Deine Füße sind schon wieder zu behaart. Das ist das gleiche Video! Das ist vielleicht eine Minute später. Du hast Augenringe bis zum Tod? Benutzt Make-up, um es zu vertuschen. Cooler Lifehack. Du haust hier ständig auf den Daumen? Du hast ein Loch in der Wand? Füll es mit Toilettenpapier? deine Toilette ist kaputt. Nimm dir Instant-Nudeln? Warum mit diesen Instant-Nudeln? Warum fixen die das so? Nee, wenn die irgendwie nass werden, das wird doch einfach weich. Was haben die mit ihren Essen? Hör auf, Sachen mit Essen zu fixen. Einfach nur nein. Es schaut gut aus, aber warum müsst ihr alles mit Essen irgendwie fixen? So funktioniert das nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Was nehmen wir diesmal für ein Essen? Sonnenblumenkerne. Ah. Dann benutzt eine Klammer. Warte. Die Klammer hält das nicht mal fest. Da muss man. Sind diese 400 IQ-Lifehacks, habe ich das Gefühl. Wait, what? Hä? Du hast eine Lücke zwischen den Zähnen, dann zeichne mit einem Stift drauf. Wenn du Zahnspangen so sehr liebst, dass du sie am liebsten dauerhaft hast. Hä? Du hast zu lange Fingernägel, um deine Daumen normal zu benutzen. Hau einen Klebestreifen auf deine Bankkarte. Du hättest sie auch einfach seitlich nehmen können. Du hast einen Urwald unter den Armen. Warte, ist das jetzt schon wieder? Wie viele Tipps haben die eigentlich zum Haare entfernen? Diesmal mit Kaffee und Zahnpasta? Wenigstens nicht mit heißem Zucker. Aber irgendwie vertraue ich dem nicht. Du hast noch genug Zeit für deinen Flug, aber da sitzt jemand, kannst dich nicht hinsetzen. Hol dir ein Zelt und camp einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht erlaubt ist. Du hast eine Blase am Fuß. Ah, das tut weh. Aber du hast dein Klebeband dabei. Kleb sie einfach ab und geh weiter. Willst du dich mit deiner Brille hinlegen und kannst es nicht? Kleb Schaumstoff? Wait, kleb kein Schaumstoff auf deinen Kissen. Das ist nicht so bequem. Und warum willst du überhaupt mit Brille schlafen? Oh, du kannst nicht zeichnen. Ich gebe dir hier ein paar Tipps. Die haben den gleichen Abstand, ja? Mit diesen kleinen Tricks. Perfektes Gemälde. Kannst nicht mehr stehen. Leg dich hin und hab einen Anfall. Das hilft. Danach kannst du wieder stehen. Ist dein Po nicht straff genug? Versuch Sport zu machen. Sport hilft, ja. Cooler Hack, das hat wahrscheinlich keiner gewusst. Wow. Falls ihr davon mehr sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Links kommt ihr sonst zu meinem letzten Video. Rechts geht zu meinem Main-Kanal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.